Guten Abend. Ich habe Ihnen ja bis jetzt fast nur Filme von meinen Helden gezeigt. Von Tarkovsky und Bresson und Ozu und Truffaut und Howard Hawks, Nicholas Ray, Godard. Und jetzt zeige ich Ihnen einen Film von einem Freund. Einem richtig guten Freund. Dem Jim Jarmusch. Den Jim habe ich kennengelernt Ende der 70er Jahre, als er Assistent von Nicholas Ray war in dem Film, den wir zusammen gemacht haben, Nick und ich, Lightning Over Water. Ich kannte Jim auch, weil er eine ziemlich coole Band hatte, die Del Byzantines. Und Stücke von den Del Byzantines kommen in meinen Filmen auch vor, in Reverse Angle, einem Kurzfilm oder im Stand der Dinge. Dieser Film, den wir heute gucken, Stranger Than Paradise, fing eines Tages irgendwann im Sommer oder Herbst 1980 in meinem Büro in New York an. Jim stand da irgendwie rum, wir haben uns über irgendwas unterhalten und dann ging er zum Kühlschrank, um sich eine Cola rauszuholen. Er hat das aufgemacht und dann stand er ganz lange vor dem Kühlschrank und hat in den Kühlschrank reingeguckt. Und dann hat er die Tür von dem Kühlschrank wieder zugemacht, ohne sich eine Cola rauszuholen und hat mich gefragt, was machst du denn mit dem Negativ? Da fiel mir ein, ja, in dem Kühlschrank lagen drei große Filmrollen von Schwarz-Weiß-Negativ. Das übrig gebliebene Material von dem Film Der Stand der Dinge. Da habe ich gedacht, ja, heben wir da auf, hält sich so länger im Eisschrank. Wie viel ist denn das, fragt er. Ich sage, ja, drei Rollen, immer 400 Meter, das sind so jeweils 12, 13 Minuten. Boah, sagt er. Damit kann ich einen Film machen. Sag ich, ja gut, kannst du haben. Hat er über beide Backen gestrahlt. Und ein halbes Jahr später gab es einen Kurzfilm namens Stranger Than Paradise, 30 Minuten lang. Er hat also ungefähr alles Material benutzt und alles ungefähr nur einmal drehen können. Vielleicht ein bisschen Ausschuss gehabt. Vielleicht hat es ein oder zwei Szenen auch zweimal drehen können. Ich erinnere mich, in dem wunderschönen Kurzfilm Stranger Than Paradise war auch eine Szene, wo das Licht so reinfällt. Es flackert manchmal. Es ist eigentlich ein richtiger Fehler im Negativ gewesen. Lichteinfall hat er wohl nur einmal gedreht, musste er deswegen drin lassen. Dieser Kurzfilm war sehr erfolgreich, sodass Jim sich überlegt hat, jetzt habe ich schon mal einen Kurzfilm, kann ich einen langen draus machen? Und mit einem Preis, den er gewonnen hat für diesen Film und einem Produzenten, den er gefunden hat, hat er für ein Apfel und Ei noch zwei weitere, jeweils 30-minütige Kapitel dazugefügt. Das erste, The New World, war der Kurzfilm und dann kam Cleveland dazu und Paradise, den hat er, also Cleveland hat natürlich in Cleveland gedreht und Paradise hat er in Florida gedreht. Und das Ganze war dann 90 Minuten lang. Wenn man so will, diese 90 Minuten waren eine Neudefinition der Komödie und dessen, was man vielleicht lakonisches Erzählen nennen könnte. Da ist überhaupt kein Slack, da ist nichts überflüssig, das ist das absolut Notwendigste, was man überhaupt braucht, eine Geschichte zu erzählen. Das sind eigentlich nur drei Figuren. Diese drei Figuren sind die Geschichte. Da gibt es auch eigentlich gar nicht, es gibt kaum was nachzuerzählen. Es sind drei Leute und aus denen heraus entsteht der ganze Film. Die drei sind alle drei ein bisschen ungeschickt und unbeholfen. Da ist Eva, die aus Ungarn zum ersten Mal nach New York kommt und dazu verdonnert wird bei ihr unbekannten Cousin, das ist der John Lurie, der heißt Willy, eine Woche zu übernachten, weil ihre Tante gerade im Krankenhaus ist. Und dann hat Willy noch einen Freund,
Billy und um die drei geht es. Später erscheint auch mal kurz diese Tante. Und das Ganze ist so herzzerreißend komisch und so unbeholfen und so einfach erzählt. Jede Szene ist nur eine Einstellung. Es gibt gar keine Schnitte. Wenn die Szene zu Ende ist, wird es schwarz für einen Moment und dann kommt die nächste Szene. Oder es blendet manchmal ab. Dazwischen gibt es nichts. Dadurch wird natürlich ganz wichtig, wo fängt die Szene an welchem Moment und wo schneidet sie. Und Jim hat noch ein ganz kleines Mittel dazugefügt. Manchmal hört man den Beginn der Szene schon und manchmal hört man die Szene auch noch am Ende der Szene, wenn es schon wieder schwarz geworden ist. Es ist so minimalistisch, wie man sich das überhaupt nur vorstellen kann, in dem allerschönsten Schwarz-Weiß, das man sich überhaupt nur denken kann. Und ich habe da, als ich den ganzen Film dann zum ersten Mal gesehen habe, das war in Cannes 1984, habe ich Tränen geheult, weil ich habe mich so gefreut, was Jim aus diesem Blick in den Eisschrank, was machst du denn mit dem Negativ, gemacht hat letzten Endes. Und was für ein Film und was für eine neue Sprache er da erfunden hat, ganz für sich. Aus dieser Reduzierung, zu der er gezwungen war, weil mehr Material hat er ja anfangs nicht gehabt. Und uns ging es gut da. In Cannes hat Jim mit dem Film Stranger Than Paradise die goldene Kamera gewonnen für den besten Erstlingsfilm. Und ich habe im selben Jahr Paris, Texas gezeigt, hat auch einen Preis bekommen. Und wir beide, Jim und Wim, waren on top of the world. Wir haben nach der Preisverleihung eine Nacht lang durchgeflippert und so einiges getrunken und haben das gefeiert, dass wir die beiden Kings of the Road waren, weil auch Stranger Than Paradise ist, wie es sich gehört, dann ein Roadmovie. Sie werden einen Wahnsinnsspaß haben. Ich denke mal nochmal ganz kurz an ein paar Szenen. Also zum Beispiel, wenn Willy Ava erklärt, wie Amerikaner essen mit seinem TV-Dinner und ihr dann erklärt, ich habe hier mein Fleisch, so essen wir in Amerika, ich habe hier mein Fleisch, ich habe hier meine Gemüse, hier sind meine Potatoes und hier ist auch ein Dessert und ich muss es hinterher nicht mehr abspülen. Ava guckt sich das misstrauisch an und sagt, sieht aber überhaupt nicht aus wie Fleisch. Oder später kauft er ihr, weil er heimlich verliebt ist in sie, aber es kommt natürlich alles nicht raus. Es bleibt alles unter der Oberfläche. Kauft er ihr sogar ein Kleid und sagt, This is the way we dress in America. Das Kleid sieht völlig unmöglich aus. Und kaum zieht sie dann weg von ihm. An der nächsten Straßenecke zieht sie sich auf der Straße das Kleid aus und zieht sich ihre ollen schwarzen Klamotten wieder an. Der Film ist voller solcher herrlicher Szenen, in denen eigentlich nichts passiert. Sie sehen jetzt einen Film, in dem nicht viel passiert, in dem doch alles einfach herzzerreißend ist. Viel Spaß.